Hey Leute und willkommen zurück bei Let's Play Plants vs. Zombies. Ja, es geht weiter. Es war jetzt leider schon wieder eine Pause drin, die ich eigentlich gar nicht haben wollte. Ich kann aber gleich mal mehr dazu sagen. So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Haben wir einen Taucher dabei? Ja, haben wir. Dann nehmen wir auch den hier mit. Und diesmal vielleicht ein bisschen Verteidigung ist gar nicht schlecht. Und ich denke, den nehme ich auch mit, oder? Obwohl... Nee, komm, wir machen das so. Das sollte hoffentlich schon passen. Wir haben ja wieder so einen... Oh Mist, das war falsch. So einen ätzenden... ja, auf seiner Eismaschine da. Ich weiß nicht genau, wie sie heißen. Müsste ich vielleicht auch mal nachschauen. Ich habe direkt schon die Sonnenblume falsch gesetzt. Na, das fängt super an. Ich könnte euch jetzt wieder voll jammern mit meinem Jetlag. Vermutlich werde ich das auch tun. Denn die letzten Tage, ehrlich Leute, das war einfach die Hölle. Deshalb kamen auch keine Videos oder unregelmäßig Videos. Einfach aus dem Grund, weil ich es überhaupt nicht auf die Kette kriege, mal vernünftig aufzustehen und einen vernünftigen Biorhythmus zu bekommen. Und das ist halt doch ein bisschen was anderes, wenn man hier in Deutschland einfach einen schlechten Schlafrhythmus hat, weil man, ja, spät ins Bett geht und dann super spät aufsteht. Aber wenn man Jetlag hat und dann noch nicht wirklich müde ist um eine gewisse Zeit, dann ist das richtig nervig. Ich bin gestern um 1 Uhr ins Bett gegangen und lag dann tatsächlich bis 5 Uhr wach. Bin natürlich zwischendurch nochmal aufgestanden und so, aber im Endeffekt lag ich total lange wach, weil ich einfach nicht einschlafen konnte. Bin dann heute um 3 Uhr aufgestanden. Und dann ist das mit dem Aufnehmen natürlich blöd. Weil man kann ja nicht direkt aufstehen und sofort aufnehmen. Das wird dann meistens nicht so cool. Das habe ich schon einige Male gemacht. Und ich muss das echt in den Griff kriegen. Also heute Abend werde ich definitiv mal schauen, dass ich irgendwie einen Tee vorher trinke, der mich schön müde macht. Oder weiß ich nicht, dass ich ein bisschen Sport mache, total ausgepowert bin. Oder ein Entspannungsbad nehme, dass ich endlich mal vor 12 Uhr schlafen gehen kann. Und dann auch am nächsten Tag vernünftig aufnehmen kann. So, die kommt da hin. Ich sollte mal hier so langsam anfangen, ne? Habe ich noch gar nichts gesetzt. Ah, und vielleicht auch da oben. Dann kommst du erstmal dahin. So, du kommst schon mal weg. Dich brauchen wir gerade nicht. Den können wir schon mal hinsetzen. Ah, da kommt schon der nächste. Manu. Ich würde jetzt echt gerne hier im Wasser ein bisschen aufbauen. Ich habe so die Befürchtung, dass da gleich der erste Schwimmer oder so kommt. Ich packe den einfach dahin. So, du schau mal dahin. Und du dahin. Dann haben wir das auch schon mal gesichert und können jetzt hier auf den Dreier-P-Shooter ein bisschen sparen. So, und ich wollte eigentlich, wo ich gerade beim Thema Jetlag bin, mal allgemein so ein bisschen über Urlaub quatschen, weil ihr mir in die Kommentare geschrieben habt, ich soll doch mal was erzählen über Urlaube, wo ich schon so war, wo ich gerne noch hin möchte. Hey, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Hey, wo kommst du denn her? Mist. Schafft er das noch alleine? Mist. Da kommt auch schon der Nächste. Oh, Gott sei Dank. So, du musst auf jeden Fall hier hin. Mist, hier muss auch noch einer hin. Sonst wird auch die Blume gleich hoch weggefressen. Ja, das könnte jetzt knapp werden. Ich glaube, die kriegt er sogar noch. So, und du kommst... 1, 2, 3. Ich habe den einen wieder falsch gesetzt, aber na gut. So, dahin. Ja, über Urlaube, wo ich schon überall war und wo ich gerne noch hin möchte. Das ist eine gute Frage. Also, ich habe eigentlich schon relativ viele Länder gesehen. Ich war schon in Irland, in Schweden, in Frankreich... In Malta, oder sagt man auf Malta, keine Ahnung, das ist auch schon ewig her. Ich war in Sri Lanka zweimal, ich war zweimal in der Dominikanischen Republik. Ich war jetzt in den USA. Sowas wie Österreich und so lasse ich jetzt mal aus, weil, keine Ahnung, das war nie so wirklich richtiger Urlaub, würde ich jetzt mal behaupten. So, und du kommst dahin, dann haben wir das nämlich auch. Und ja, England natürlich auch schon, direkt in London. Dann war ich in Barcelona. Und das war's schon. So viele Länder sind es gar nicht, wie ich dachte. Aber doch schon einige. Ich reise eigentlich auch mega gerne, aber irgendwie viel zu selten. Weil ich auch jemand bin, so Rucksacktourismus oder so, das finde ich total cool. Würde ich an sich auch mal gerne ausprobieren, habe ich aber noch nie. Einfach weil da so ein bisschen
ja, die Angst da ist, dass das Ganze so ungewiss ist. Man schläft vielleicht nur bei irgendwelchen Leuten auf der Couch oder so. Hat kein Hotel, das wäre mal was komplett Neues für mich. Bis jetzt hatte ich immer in allen Urlauben nur Hotel oder Ferienwohnung oder sowas. Aber das wäre eigentlich auch schon mal eine geile Sache, so irgendwie mit einer Freundin zusammen. Ich glaube, ganz alleine würde ich das auf keinen Fall machen. Wobei das auch richtig gut sein kann, glaube ich, vor allem in jungen Jahren. So ein bisschen rumreisen, auf sich allein gestellt sein, stelle ich mir schon ganz cool vor. Von daher kann ich euch immer nur raten, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, ins Ausland zu gehen, nach der Schule oder sogar während der Schulzeit irgendwie einen Schüleraustausch oder so, macht es auf jeden Fall. Es wird euer Leben, glaube ich, nur bereichern. Wir haben damals einen Schüleraustausch nach England gemacht. Das war jetzt nicht so weit weg. Aber das war auch ganz interessant, weil ich mit einer Freundin zusammen in so einer englischen Gastfamilie, es war irgendwie so ein Londoner Vorort oder so. Und ich glaube, wir waren da auch nicht ganz so lange. 2 Wochen? Bin mir nicht mehr so sicher. Aber es war sehr lustig. Vor allem haben die uns immer so richtig geile Lunchpakete mitgegeben. Morgens, weil wir haben uns dann immer mit den anderen getroffen und irgendwie was Cooles gemacht. Hey, warum wurdest du nicht gefressen? Oder waren da 2? Dann habe ich das nicht gesehen. Mann! Ja, auf jeden Fall haben die uns Lunchpakete mitgegeben, die so richtig ekelhaft waren. So richtig ekelhaften Sandwiches drin. Und natürlich gab es dann morgens auch die Bohnen und die Würstchen zum Frühstück, die aber niemand von uns essen wollte. Dann haben wir fieserweise die Lunchpakete weggeworfen und uns was Richtiges zu essen gekauft. Ist auch nicht unbedingt nett. Aber das konnte man halt echt nicht essen. So einfach ungetoasteter Toast, wo dann noch die Rinde abgeschnitten war und keine Ahnung, was da drauf war. Es war auf jeden Fall nicht so geil. Oh nein! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Nein! Hilfe! Ich brauche die Pepperoni! Nein! Jetzt bin ich richtig im Eimer. Jetzt bin ich tatsächlich richtig im Eimer. Ich brauche die Pepperoni. Nein! Boah, Gott sei Dank. Gott sei... Nein, da kommt der nächste Schlittentyp. Der nächste Bobfahrer. Nein, ihr macht mir alles kaputt. Ihr macht mir alles kaputt, ihr Säcke. So, ganz schnell dahin. Nee, ich muss die Pepperoni nehmen. Weil alle... Huch, alle 3. Hallo, ich kann die doch hier... Nein, ich kann die da nicht nutzen. Ich weiß nicht, ob die das schaffen, den hier jetzt auch noch aufzuhalten. Na komm, dann nutze ich die Pepperoni gleich da. Ich muss aber definitiv hier aufbauen. So, weg mit dir. Das war noch nicht mal die letzte Welle. Ich muss mich jetzt echt ein bisschen ranhalten. Ich pack da mal einen hin. Da einen hin. Und hier hätte ich gerne auch noch ein paar Walnüsse. Mal auf, da hin. Ich habe ja eigentlich genug Sonnen. Ich könnte gleich noch mal ein paar austauschen hier durch die Dreier. Den hier. So, die noch dahin. Die dahin. Echt, die mit den Eimern sind eigentlich am allerschlimmsten. Zumindest von denen, die wir bis jetzt kennen, finde ich die echt richtig nervig. Aber gut, das passt. So, ich hoffe, wir können hier noch ganz schnell eine Walnuss setzen. Bevor dann jetzt die nächste Welle kommt. Sehr schön. Haben wir wenigstens das hier. So, dann könnte ich jetzt noch ganz schnell den hier austauschen. Da brauche ich die Pepperoni. Das mache ich auch direkt jetzt. Angst, dass der noch weiter nach vorne kommt. So, den auch weg. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Müsste so passen. Pass mal auf. Das mache ich mir mal einfach mit euch. Dann ist einer schon mal weg. Und du, Blödmann, bist gleich hoffentlich auch weg. Ja, das hat doch ganz gut funktioniert. Ich habe viele Sonnen gesammelt. Das ist schön. Ja, gut. Dann kann man jetzt auch nebenbei noch ein bisschen quatschen, wo ich gerne noch hin würde. Ja, ich würde gerne so viel noch sehen. Übrigens fällt mir gerade ein, ich war auch noch in Ägypten. Ich glaube, das habe ich gar nicht erzählt. Oh, jetzt haben wir diesen tollen Feuerbaumstamm. Ich weiß nicht, wie er heißt. Torchwood, ja, natürlich. Sehr passend. Und ihr habt ja gesagt, ich soll die immer direkt nehmen, ne? Das würdet ihr gerne sehen, dass ich die auch direkt benutze. Ja, wollen wir das machen? Na komm, machen wir. So, Verteidigung auf jeden Fall. Dann haben wir
Ah, wir haben den Blöden mit dem Delfin. Der ist auch richtig nervig. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob diese Alge hier da irgendwie helfen kann. Aber wir nehmen den mal mit. Pepperoni brauchen wir nicht. Den nicht. Ich glaube, ich nehme mal den hier mit, damit ich am Anfang ein bisschen mehr aufbauen kann. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Ja, ich würde so, so viele Länder gerne noch sehen. Ich würde super gerne nochmal in die USA, also jetzt die eine Woche, da kannst du ja irgendwie nicht viel sehen. L.A. ist so eine große Stadt und du hast nur eine Woche Zeit, beziehungsweise sogar nur 3 Tage, weil die anderen Tage waren ja für die E3, da hat man ja sowieso nichts gesehen. Ich würde super gerne mal so eine Rundreise irgendwie machen durch die USA, keine Ahnung, für 6 Wochen, vielleicht auch länger. Das wäre echt richtig toll. Ich würde total gerne nach Montana. Ich weiß, da ist nicht viel, da ist eigentlich gar nichts, außer wunderschöne Landschaft. Und allein aus dem Grund würde ich das schon gerne hin. Und dann gerne auch auf so einer, ja, Privat-Ranch, sage ich jetzt mal, von irgendwelchen Leuten, die Pferde haben und dann ein bisschen reiten und... Ah, das wäre so toll. Ich bin jetzt nicht unbedingt so die Wendy, nicht unbedingt so das Reitermädel, aber ich kann einigermaßen reiten und würde ich dann auch tun. Also ich habe jetzt irgendwie keine Angst vor Pferden, bin aber auch nicht die totale Pferdenärrin. Das wäre schon richtig cool. Und sonst in den USA, ja, würde ich gerne nach New York auf jeden Fall. Früher wollte ich immer nach Florida, ich weiß gar nicht warum. Mittlerweile finde ich Florida gar nicht mehr so interessant. Aber wenn sich die Möglichkeit ergeben würde, klar, würde ich da auch hin. Dann würde ich super gerne mal auf die Seychellen. Einfach nur 2 Wochen am Strand liegen, gar nichts machen. Wirklich nur entspannen. Aber ich sehe gerade, ich habe gar keine 3er-P-Shooter jetzt mitgenommen. Das ist schade. Aber naja. Wirklich 2 Wochen am Strand liegen, nur lesen, am besten auch gar kein Internet. Wobei, das sagt man immer so, ne? Und dann vermisst man es ja leider doch. Das ist ja immer das Blöde. Aber trotzdem, irgendwie kein Internet, nur lesen, schwimmen gehen. Was Leckeres essen, was Leckeres trinken. Ach, das wäre so schön. So ein richtiger Entspannungsurlaub. Geht natürlich auch in vielen anderen Ländern. Malediven sollen ja auch schön sein. Aber ich glaube, wenn ich mir das aussuchen könnte, dann doch die Seychellen. Das ist dann nochmal so ein bisschen... Ja, ich glaube, nochmal so ein bisschen schöner als die Malediven. Das wäre halt echt so ein Traum. Und es wäre auch ein Traum, wenn du aufhören würdest, meine Sonnenblumen wegzufressen. Das wäre total nett von dir. So, da setzen wir die letzte hin und können uns jetzt hierauf konzentrieren. Ansonsten, wo würde ich noch gerne hin? Jetzt fällt mir nichts ein. Mir fällt immer so viel ein, ne? Ich würde super gerne nach Indien, genau. Ich weiß, dass Indien jetzt nicht unbedingt das Land ist, wo man sagt, wow, da möchte ich schönen Urlaub erleben. Einfach aufgrund der... Ja, aufgrund der Armut. Aber das ist einfach in vielen Ländern so. Und oftmals in der Dominikanischen Republik zum Beispiel, da kriegt man es halt einfach als Tourist nicht mit, weil du an einer ganz anderen Ecke bist. Da gibt es auch Armut. Und es gibt auch, keine Ahnung, auf den Philippinen oder in Thailand gibt es das auch alles. Nur Indien ist dann halt schon sehr heftig. Aber sowas wie Goa oder so, das wäre schon richtig nice. Würde ich sehr gerne mal hin. Thailand ist auch sowas, wo ich sage, ja, würde ich gerne. Aber mich interessiert dann Asien an sich gar nicht so sehr. Ich weiß, dass viele immer nach Japan wollen. Aber ich finde Japan gar nicht so interessant. Also es wäre jetzt vermutlich kein Urlaubsland, wo ich sage, ja, da fliege ich auf jeden Fall hin. Auch hier wieder, wenn sich die Möglichkeit ergibt, natürlich, dann gerne. Aber so, dass ich mir jetzt denke, ja, ich fliege mal nach Japan, wahrscheinlich eher weniger. Ich finde die japanische Kultur und alles schon mega interessant. Aber ich bin ja auch gar nicht so, sagt man, japanophil, kann man das sagen? Also ihr wisst, was ich meine. Es gibt ja viele, wahrscheinlich auch unter meinen Zuschauern, für die... Alter! Oh, sehr gut. Für die ist Japan so irgendwie das Größte. Die mögen dann auch Animes und Mangas gerne und mögen vielleicht auch Cosplay und alles, was so aus dem japanischen... Alles, was so aus dem japanischen Raum kommt. Aber das habe ich ja gar nicht. Von daher... Oh Mist, oh Mist. Mach den noch fertig, bitte. Blöden Delfin-Typen. Mach den fertig. Oh, die sind so schnell. Die sind so schnell. Die sind so ätzend. Ich hasse die so. Mann, komm schon. Du musst weg. Du musst weg. Ganz dringend. Oh, ich finde die so nervig. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Blöden Delfine. Ich hoffe, den hier kriegen sie noch. So, da kommt schon der nächste. Oh Mann! Oh
warum sind die so nervig? Und ich glaube... Nein, die springen ja einfach drüber. Nein. Wisst ihr was? Ich packe nämlich hier jetzt... Hier packe ich jetzt die mit dem Feuer hin. Ich glaube, da brauchen wir nicht noch einen weiteren Pea-Shooter. Oh, die sind so nervig. Da kommt schon. Ätzend, die Viecher. Die machen mir alles kaputt. Ey, ihr versaut mir hier alles. Wisst ihr das? Und die machen einfach nichts. So, du ganz schnell dahin. Dann springen die nämlich nur noch über die Walnuss hier. Das ist ja schon mal ganz gut. Boah, so was Ärgerliches. So. Und hier vorne jetzt auch noch eine Walnuss und dann geht's einigermaßen. Jetzt kann ich auch die wieder nutzen, das ist schön. So, Walnuss hierhin. Und ich glaube, ich kann hier direkt schon mal einen hinpacken, ne? Weil hundertprozentig kommt da jetzt einer raus. Ja, es ist die letzte Welle, die werden jetzt vermutlich... Ja. Ah, ich brauche den Delfin. Nimmt der beide? Nein, der nimmt nicht den Delfin. Das war so klar. Ja, komm, tötet ihn. Tötet den Delfin, ich hasse ihn. Hier läuft alles gut, ne, an Land. Nur hier ist halt der totale Mist. Na, auf die Sonnenblume brauchen wir nicht mehr. Ich komme jetzt sowieso nicht mehr durch. Vor allem, ich habe ja sowieso noch den Rasenmäher hier, beziehungsweise dieses Pool-Ding. Ach, ärgerlich. Aber es hat gut funktioniert. Zumindest mit dem Spiel, mit meinem Labern nicht so. Ich habe wieder weniger erzählt, als ich eigentlich vorhatte. Yay, die Riesenwalnuss. Ist das überhaupt eine Walnuss? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das Ding echt groß. Wie heißt denn das? Tollnut. Ach so, natürlich. Heavy Duty Wall that can't be valued over. Ja, ja. Sehr interessant. Sehr schön. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Das nächste Mal haben wir wieder den Eismaschinentypen dabei, der mich so richtig nervt. Könnt ihr mal eben kurz hier reingucken? View Zombies. Der hier. Ja, ja. Der macht alle Pflanzen kaputt. Das ist sehr schön. Und da ist der blöde Delfin. Medium. Ja, ich finde die voll schwer. Aber gut. Der ist schon high. Der ist low. Trotzdem nerven die mich. Newspaper-Zombie. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!